Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Slime Ranger hier auf Moonstorm LP. Ich habe gerade gesehen, das ist das Neue, was ich mir gekauft habe, diese Schockwelle. Die habe ich jetzt gerade das erste Mal ausgetestet. Ich finde die cool. Ich habe gerade das Spiel gestartet und im Ladebildschirm stand, Gerüchte besagen, dass Mochi Miles seit Jahren nicht mehr mit ihrem Vater gesprochen hat. Ich weiß nicht genau, was mir das sagen soll, aber... Ja, obwohl... Also, was ich jetzt für Pläne hatte, ich wollte mir den Wald ja nochmal genauer ansehen. Und... Was noch? Ich wollte nochmal versuchen hier... Die Säbelplots sind ganz schön billig geworden. Ich wollte da ja nochmal nachschauen wegen den... Pflanzen, diese seltsamen Pflanzen, die ich dort holen sollte. Wieso habe ich jetzt Herzrüben hier dabei? Wollte ich die nicht noch irgendwo anbauen oder habe ich die schon angebaut? Ich habe das leider schon wieder vergessen. Die letzte Aufnahme ist jetzt 3 Tage her. Ja genau, hier habe ich Minzmangos, hier habe ich die Quaderbeeren. Hier habe ich die Herzrüben. Ich gehe jetzt einfach mal nachts los und schau dann mal, was das so bringt. Der Himmel sieht schon ziemlich geil aus. Okay. Zeit, mich noch etwas genauer im Wald umzuschauen. Ich sollte vielleicht auch... versuchen, Bärenfrüchte mitzunehmen. Ein paar Früchte werde ich mitnehmen, weil da im Wald haben wir ja noch einen gesehen, der Früchte will, so einen riesigen Honigschleim. Hier ist sonst nichts mehr. Da werden wir wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele brauchen. Ich hoffe mal drauf, dass ich im Dschungel dann auch noch ein paar Minzmangos finde. Nein, lass die Früchte da! Oh, das war's schon. Das war aber nicht sehr viel, was ich da jetzt noch rausbekommen habe. Aua. Okay, hier sind jetzt nochmal Quaderbeeren. Eine. Aber dafür ganz viele wütende Slimes. Da gehe ich mal schnell wieder vorbei. Gut, viele Früchte sind das jetzt nicht, die ich hier habe. Autsch. Muss mich einfach noch ein wenig umsehen und noch ein paar mitnehmen. Da. So, schön die Augen offen halten. Ich
nehme dann noch gerne einige Münzmangos mit. Ich weiß ja, man kann auch sein... Wir können ja noch weiter ausbauen. Ich habe ja jetzt das... Den Teil der Ranch gekauft mit der... Mit dem Garten quasi. Ich will jemanden fressen. Okay, das sind nur Karotten. Okay, nein, das ist ein Blot. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich muss unbedingt die Ranch noch ein wenig weiter ausbauen. Damit ich mehr verschiedene Slimesorten züchten kann. Ja, bitteschön, das hier erstmal. Ich hätte schon ganz gerne von jedem Slime eine Sorte, aber dann nicht diese gemischten, wie ich sie hier jetzt auch habe. Die explosiven Katzen, sondern wirklich einfach nur mal Katzen da, explosive hier und so weiter. Wird dann natürlich nur ein wenig anstrengend, was die Fütterung angeht. Wasser habe ich erstmal aufgefüllt. Oh, da hinten sehe ich Bären. Früchte. Okay, ich weiß nicht, wo ich... Muss ich auf der Tastatur machen. Ich weiß nicht, wo ich die Karte nochmal aufmache. So. Ah, seht mal, der große Slime wird dann auch direkt eingezeichnet. So, hier habe ich jetzt eigentlich nachgeschaut. Ich kann jetzt hier nochmal nachschauen. Ich weiß nicht, warum da meine Maus jetzt mit dem Bild ist. Dann weiter hier oben. Hier oben bin ich schon lange, aber da links geht es ja auch noch weiter. Da möchte ich als nächstes mal schauen. Da war ein Teleporter. Oder was soll das sein? Sieht so aus. Hier gibt es anscheinend wirklich noch viel, viel mehr zu entdecken, als es den Anschein hat. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall hier oben. Da hier hinten geht es zum Beispiel weiter. Sekunde. Nein. Da. Okay, genau. Da geht es dann da jetzt rum. Okay. Ich möchte ganz gerne erst nochmal... Kann ich den von hier aus irgendwie... Oh, war das knapp. Hier habe ich die Karte her, ja. Ich weiß jetzt gerade schon nicht mehr, wo der große Schleim war. Doch, hier hinten war der. Nein, du hast jetzt nicht wirklich noch eine Minzmango gefressen. Ach, die sind dann wahrscheinlich da oben gewachsen. Thank you.
Zumindest ein paar hat er noch bekommen. Was sind das hier? Oh, da komme ich nicht weiter. Das ist enttäuschend. Ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu achten, wegen der Folgenlänge. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufnehme. Sagen wir mal, 20 Minuten mache ich noch. So. Dann gehen wir wieder dahin, wo wir eben waren. Schön nach oben und dann können wir mal hier entlang. Dort so eine Schatzkapsel. Was ist das denn? Oh. Na, eine Beere nehme ich mal mit. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo es hier lang geht. Große Pilze, da habe ich doch mal was gelesen. Das war doch wegen dem Jägerschleim. Das heißt, hier bekommen wir wohl die Jägerschleime her. Lieblingsessen der Jägerschleime, oder? Da ist ein Jägerschleim. Ein großer. Ein böser. Nein. Nein, stimmt. Die Explosiven, die mochten Gestrüpphühner und die Jägerschleime, die mochten doch den Hahn. Den Gogockel. Warst du je verliebt, Beatrix? Es macht, dass dein Inneres schmerzt, als ob deine Seele am Tag zuvor im Fitnessstudio war. Das ist jedenfalls die beste Art, auf die ich es beschreiben kann. Es sortiert auch dein Denken um, zu etwas, das, ich schwöre es, sich richtig unnatürlich anfühlt. Alle diese Dinge, von denen du dachtest, sie spielen eine Rolle, tun das plötzlich nicht mehr. Verändert dich vollständig. Ich kann es überhaupt nicht genug empfehlen. Mir gefällt das ziemlich gut mit den ganzen Nachrichten, die man hier finden kann. Gibt dem Ganzen noch etwas Persönliches der ganzen Welt. Geschichten, die er erzählt. Komm ich hier rüber zurück? Schaffe ich das? Ja, schaffe ich locker. Was macht ihr hier eigentlich für ein Chaos? Warum sind die hier alle so heftig am Rumexplodieren?
immer noch nicht genug. Ja, zweimal dein Lieblingswort. Die gibt hoffentlich mehr als alles Normale. Muss ich mich noch mal ein bisschen umschauen, dass ich noch ein paar Früchte zusammenbekomme? Wirklich viel sehe ich hier nicht. Doch da. Da komme ich so nicht hoch. Da muss ich einen anderen Weg finden. Habt ihr hier noch Früchte? Hier unten? Nein, scheinbar nicht. Ich brauche mehr Früchte. Aber ich finde hier nicht wirklich viel. Ich hätte mir noch welche so mitnehmen sollen, glaube ich. Ja, mal schauen, vielleicht reichen die 5 ja schon. Ja, reicht. Reicht voll und ganz. Schlüssel. Komm, da. Huhn habe ich selber. Karotten habe ich auch. Steinhuhn ist noch ganz gut. Die anderen Sachen behalte ich erstmal, aber... Oh je, die haben sich alle schon fusioniert zu anderen Schleims. So, ich wollte jetzt nochmal den Weg weitergehen. Denn da gab es auch noch etwas, bei dem ich mir sicher bin, dass ich da noch nicht gewesen bin. Ich hab nix. Hier. So, ich bin jetzt da. Okay, den Weg weiter hoch folgen.
So, hier bin ich gewesen. Hier war es eigentlich für mich zu Ende. Aber hier geht es auch noch lang. Da oben. Wie komme ich denn nach oben? Da oben komme ich von da. Hier kann ich es versuchen. Wo komme ich am ehesten drauf? Das sieht alles noch ganz schön hoch aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wo bin ich hier? Hier sind auf jeden Fall viele Hühner. Sieht es ganz schön zerklüftet aus. Wie komme ich da hin? Da will ich hin. Schaffe ich das? Ja, das schaffe ich. Okay, wäre wohl empfehlenswerter gewesen, oben über die Inseln zu gehen. Sekunde. Okay, hier komme ich jetzt drüber. Irgendwo hier. Ich muss über diese Wand. Das ist nicht möglich. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie von der anderen Seite. Hätte ich noch dahin gemusst. Nee, Moment. Jetzt bin ich hier. Hier war eine Unterführung. Okay, und hier sind ganz viele große böse Jägerschleime. Autsch. Hier sieht es aber gar nicht so nett aus. Also ich meine, was die ganzen Schleim angeht, die sind mir irgendwie... Vor denen möchte ich mich ein wenig in Acht nehmen.
Und hier kommen direkt noch mehr. Aua. Huh. Da habe ich kurz Angst gehabt, dass ich jetzt ins Wasser falle. Bin ich hier schon gewesen? Hier bin ich doch schon gewesen. Nein, hier bin ich noch nicht gewesen. Ich hatte unbedingt dazu, dass du dir ein Jetpack und ein paar Aufrüstungen besorgst, bevor du angehst, was vor dir liegt. Das Sand ist ganz zerklüftet und verdreht und es laufen eine Menge wilde Slimes herum, die du nicht kommen sehen wirst, bevor sie dich direkt ins Meer sprengen. Halt die Augen offen. Ja, genau. Aber das habe ich jetzt abgeschlossen. Das bedeutet, ich kann jetzt eigentlich zurückgehen. Da unten ist noch eine Schatzkapsel. Oh, so einfach wäre es gewesen. Ich bin da die ganze Zeit rumgelaufen. Ich hätte auch hier einfach abbiegen können. Aber da sieht man auch nicht den kleinen Weg da. Gut. Dann sind wir wieder daheim. Dann haben wir das abgeschlossen. Und haben direkt noch einen Schlüssel bekommen. Ich habe hier einen neuen Hahn, falls ein alter... falls einer alt wird zu einem alten Hahn. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Ach, Moment, aber hier gehört noch ein Hahn rein. So machen wir das jetzt nämlich. So, die kleinen Küken. Hol ich mal mit. Da machen wir hier auch Steinhühner. Drei Hähne, zwei Hühner, das sollte ja wohl genug Fruchtbarkeit sein. Fresst ihr auch die kleinen? Nein. Okay, wäre sonst ein bisschen hart. Aber die wachsen ja noch heran. Ihr wollt sicherlich auch fressen. Jetzt gebe ich erstmal schnell die Jägerplots ab. Eine gute Kombination wäre eigentlich Jäger und Katzenschleim, oder? Okay, das ist eine ziemlich große Menge an Früchte. So viel Platz habe ich gar nicht. Dann kann ich ja direkt mal schnell füttern. Und der Rest kommt ins Silo. Herzrüben. Naja gut, das ist jetzt noch so eine Sache. Die Herzrüben habe ich keinen Platz im Silo, oder? Oder doch? Nein, Quaderbeeren, Pogofrüchte. Ja, für die Herzrüben habe ich nichts. Dazu muss ich dann... Ja, komm. Ich mache hier ein neues Silo.
und Zeit, noch mehr Früchte zu ernten. Ach, die Reifen fallen jetzt gerade alle vom Baum. Quaderbeeren. Ah, okay, da sind nicht mehr so viele da. Na gut. Aber Herzrüben. Meine Güte, das Zeug wächst ja schon ziemlich schnell. Ach komm, die eine Quaderbeere ist egal. Eine Quaderbeere im Vergleich. Okay, das sind die restlichen Quaderbeeren gerade reif geworden. Okay, 4 Karotten sind egal. Ein Koop-Modus stelle ich mir eigentlich ganz schön vor für dieses Spiel. Dass er mit deinem Steam-Freund zusammen hier ein bisschen was machen kann. Hätte bestimmt was. Oh je, jetzt muss ich hier erst nochmal die Plots einsammeln. Oh, aber das war's jetzt erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Slime Rancher hier auf Moonstorm LP. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.